Hallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute ehrlich gesagt richtig aufgeregt, dieses Video zu machen, weil ich nämlich ein Live-Experiment mit euch ausprobiere. Selbst wenn dieses Video nicht live ist, bin ich aber trotzdem dabei, das gleich live auszuprobieren. Ich möchte nämlich herausfinden, ob theoretisch jeder Mensch in der Lage ist, verschiedene Stimmen zu imitieren. Das ist eine sehr spannende Frage. Und es hat dazu noch zwei positive Nebeneffekte, das überhaupt erstmal zu üben. Welche das sind und vor allem, wie meine Stimme gleich klingen wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt unbedingt dran. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Johanna Engelke, Atemsprech- und Stimmlehrerin. Normalerweise mache ich hier Videos zum Thema Stimmgesundheit, Atmung, Artikulation und heute probiere ich eben auch etwas künstlerischer mit meiner Stimme mal was aus. Aber das ist auch sehr gut, um die Stimme eben flexibel zu halten. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, meine Stimme ist in letzter Zeit so ein bisschen eingerastet oder ich merke, dass ich älter werde, irgendwie ist es nicht mehr so geschmeidig wie vorher oder ich habe immer das Gefühl, meine Stimme ist so monoton und ich kann gar nicht viel damit ausprobieren, dann solltest du das auf jeden Fall auch probieren. Es ist super spannend, es macht super viel Spaß, einfach zu probieren, andere genau zu imitieren mit ihrer Stimme, wie sie sprechen und später vielleicht sogar der genaue Stimmklang. Das ist nicht so einfach und erwarte bitte nicht, dass ich jetzt quasi wie eine Synchronsprecherin das haargenau gleich mache. Aber im Ernst, also gebt mir am Ende eure Kommentare, wie ihr findet, wie ich das gemacht habe. Also es interessiert mich wahnsinnig, wie ihr das einschätzt, ob ihr sagt, ja stimmt, das war schon die Ähnlichkeit oder so. Nee, Johanna, da musst du echt noch ein bisschen üben. Also seid da ganz ehrlich, ich bin wirklich gespannt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr und ich freue mich über jeden, der den Kanal abonniert. Aber jetzt geht's los. Ich sag euch mal, wie ich das herausgefunden habe, wie man das ganz gut üben kann. Und zwar, ich habe euch heute vier verschiedene Stimmbeispiele mitgebracht. Moment. Ich bin da auf der Seite stimmgerecht.de und da gibt es ganz viele verschiedene Stimmen. Ich finde das genial und von professionellen Sprechern, aber auch von Sprechern, die einfach ihre Stimme zur Verfügung stellen, die man dann buchen kann. Und da kann man sich ganz viele kleine, kurze Stimmbeispiele anhören. Und seit ich diese Seite gefunden habe, bin ich der absolute Fan geworden, weil man einfach so viel raushören kann und so viel lernen kann. Und ich habe euch jetzt vier verschiedene Beispiele mitgebracht von Stimmen von Frauen, die ich sehr unterschiedlich finde. Und ich probiere das für euch nachzumachen oder zu imitieren. Und es soll dir eben auch Mut machen, wenn du gerade überlegst, so, ja, ich glaube, ich kann das gar nicht und ich bin total weit davon entfernt. Probier es echt mal aus. Ich dachte das auch. Ich dachte so, ich kann das gar nicht, weil das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe höchstens mal ein Gedicht vorgetragen, aber ich habe nie versucht, Stimmen zu imitieren. Und ich war dann ganz überrascht, dass es doch ganz gut ging. Und das Ergebnis möchte ich dir jetzt präsentieren. Und probier es selber am besten auch mal aus. Und vor allem schreib mir in die Kommentare, wie du findest, dass es bei mir geklungen hat. Legen wir direkt los mit dem ersten Beispiel. Und zwar hier. Der Jaguar XF. Der Jaguar XF. Zweite Version. Nochmal hören. Der Jaguar XF. Der Jaguar XF. Der Jaguar XF. Die dritte Version fand ich jetzt die beste. Kannst du ja mal sagen, wie du das so fandest? Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Man hat mir geraten. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Ja, da muss man genau überlegen, wie viel Luft ist auf der Stimme, wo ist sie und auch das Sprechtempo war nicht so easy nachzumachen. Da merkst du, also ich probiere das dann wirklich genau zu hören. Wie viel Luft ist das? Wie macht sie das? Und dann probiere ich das zu imitieren. So ungefähr ist meine Herangehensweise dabei. Jetzt kommt das nächste. Das hier. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich.
Sein. Nee, das war zu hoch. Nochmal. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Also hier zum Beispiel, da hört man ja, dass sie so Druck aufbaut und den dann so sprengt. Sein. Sowas macht sie. Und dann ist es wie so eine kleine Spirale, so ba, 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 von der Tonlage. Das probiere ich auch zu imitieren. Und nochmal hören. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Und es ist so ein kleiner Auftakt, den sie spricht. Den probiert man auch zu imitieren. Sagt mir echt mal ehrlich, wie ihr das findet, wie ich das so analysiere und auch wie ich das nachmache. So, drei hatten wir schon. Jetzt kommt die letzte Stimme. Ich fühle mich schön mit Maybelline New York. Lippen im Sonnenlicht. Ich fühle mich schön mit Maybelline New York. Lippen im Sonnenlicht. Ich fühle mich schön mit Maybelline New York. Lippen im Sonnenlicht. Ich fühle mich schön mit Maybelline New York. Lippen im Sonnenlicht. Ja, wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht so genau. Es ist wirklich, man muss sich das eigentlich ganz oft anhören und dann immer wieder probieren. Und je öfter man sich das anhört, desto eher trifft man das. Und manchmal hat man auch richtig Glück, wie ich zum Beispiel eben gerade, fand ich jedenfalls. Und dann ist es gleich schon beim zweiten Mal voll gut und man weiß gar nicht, was man gemacht hat. Probiert es unbedingt selber mal aus. Also es macht richtig, richtig viel Spaß. Es ist so ein Spiel, das spiele ich in meiner Freizeit, dass ich mir diese Stimmen anhöre und versuche, das zu imitieren. Und wie ich das halt immer genau mache, das habe ich dir jetzt einfach mal in diesem Video gezeigt. Ich hoffe, dass du Spaß daran hattest, dir das anzugucken, vielleicht auch sogar inspiriert bist, das jetzt auch ausprobierst. Es ist ein super Training für die Stimme, weil du wirst dann irgendwann lernen, so, ah, das kann man alles machen. Ich kann Luft auf die Stimme drauf tun, ich kann da Druck reinpacken. Hier muss ich schneller sprechen, hier muss ich dynamischer sprechen. Da brauche ich eine spezielle Artikulation. Und dann merkst du einfach überhaupt mal, was die Stimme alles ausmacht, ohne das erstmal theoretisch lernen zu müssen, sondern wirklich nur über die Stimme, die du gehört hast. Und das ist halt das Geniale. Und deswegen glaube ich auch, dass jeder Mensch das Potenzial hat, diese Stimmen alle zu imitieren, weil wir eben mit so krass guten Ohren und eigentlich auch mit einer sehr, sehr guten Wahrnehmung ausgestattet sind. Die muss bloß erstmal eingeschaltet werden. Und das hier ist ein super Training. Sowieso für deinen Geist. Also alles, was wir versuchen zu imitieren, sei es eine Bewegung, sei es ein Gesichtsausdruck, sei es eine Emotion oder eben jetzt hier auch die Stimmfarbe von jemandem oder die Art und Weise zu sprechen, ist das einfach ein sehr, sehr gutes Training. Es hält den Geist fit. In diesem Fall hält es auch die Stimme fit. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video gefallen. Bitte, bitte schreib einen Kommentar. Ich bin wirklich so gespannt, was ihr davon haltet. Und wenn du Lust hast, schau mal auf meiner Internetseite vorbei, www.stimme-verändern.de. Da findet ihr spannende Artikel zum Thema Stimme. Übrigens, mir ist gerade was aufgefallen. Ich mixe im Moment in meinen Videos immer total du und ihr und kann mich einfach nicht entscheiden. Manchmal möchte ich halt dich persönlich ansprechen, weil ich mir vorstelle, da sitzt ja eine Person hinter dem Bildschirm. Und manchmal denke ich aber auch so, ihr meine Followerschaft und spreche deswegen so mit euch. Und ich weiß halt nicht, also wann fühlst du dich denn mehr angesprochen oder wann fühlt ihr euch mehr angesprochen? Ich kann mich gar nicht entscheiden und auch dafür würde ich mal ein Voting gut finden. Schreib einfach in die Kommentare du oder ihr, dann weiß ich Bescheid und bekomme nach und nach auch mit, was da sympathischer ist, was ihr da cooler findet. Ja, jetzt war es auch total durcheinander, ich gebe es echt zu, aber ich bin eben selber so verwirrt. Es ist so wie mit Leuten, wo man dann nicht weiß, ob man sie siezen oder duzen soll und der Übergang ist immer ein bisschen schwierig. Früher war ich ja ganz klar hier beim Du und jetzt ist es ein bisschen mehr ihr geworden und das liegt auch daran, dass dieser Kanal eben größer wird und das habe ich ja am Anfang gar nicht so sehr bedacht. Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass der ja auch dann größer wird und auf einmal merkt man so, oh, jetzt spreche ich eventuell für 100 Leute und nicht mehr für 10. Und das ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man eben merkt, dass der Kanal wächst. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, ja, also was kommt da irgendwie besser bei euch an? Also wo könnt ihr die Inhalte mehr aufnehmen, weil ihr euch mehr angesprochen fühlt? Oder vielleicht ist es ja auch einfach total egal. Das nochmal als kleine Frage von mir an euch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsentiert von Anima Stimmtraining.